Und jetzt ist die Kiste auch offen, seltsamerweise. Die Pistole ist jetzt im Ammunition vorrätig. Wunderbar. Wir haben tatsächlich noch einen Pager. Das ist so ein bisschen eine Hommage an die ersten beiden GTA-Teile, in denen man tatsächlich auch mit einem Pager gearbeitet hat. Die sind ja noch in Vogelperspektive gewesen, in Top-Down-Perspektive. Und aus dem, also den zweiten, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten jemals gespielt habe, der wird ja von vielen als der beste GTA-Teil angesehen, also wenn man jetzt mal von Grafik und so absieht. Den ersten habe ich ein paar Mal gespielt, als ich klein war. Und damals sind schon sämtliche Städte entstanden, die dann jetzt immer wieder benutzt werden in den jetzigen GTA-Spielen. Also im Prinzip wurde damals der Grundstein gelegt, der Kreative, für das, was dann später gemacht wurde. So, weiter geht's mit Luigi. Der Bullenball. Policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now, I got girls all over town walking the street. Get them to the ball. They'll make a bundle. Get as many of them as you can, before the cops drink away their green. Großartig. Mafia und Bullen arbeiten Hand in Hand. Wenn weniger als vier Girls bei dem Polizeiball auftauchen, wird Luigi sauer. Sollten wir vielleicht ein Auto nehmen, das mehr als eine reinpassen? Ja, ich glaube schon, ne? So, dann nehmen wir halt mal den Perennial, auch wenn der jetzt nicht so geil ist, was Aussehen und Geschwindigkeit und Fahrverhalten angeht, aber das ist ein Viertürer, Fünftürer, was auch immer. Also, wenn man den Kofferraum mitzählt, sind es fünf, ansonsten vier. So, steig ein, Alter. Auf geht's! Haben wir vielleicht noch eine gleich in der Nähe? Das ist so schlecht abzuschätzen mit dem Radar, aber ja, davon steht gleich eine. Und danach fahren wir dann schon mal in Richtung Polizeiball und schauen mal, ob da noch einer auf dem Weg vielleicht irgendwie steht. Ihr seid auch nicht so gesprächig, oder? Dann passt ihr ja alle sehr gut zusammen mit Claude. So, fahren wir doch mal hier lang. Ja, da drüben steht eine... Ah, da muss ich nochmal einen kleinen Bogen fahren. Ah gut, kein Problem. Kein Problem! So, sacken wir die auch noch gleich mit ein. Da haben wir gleich einen richtigen Packen zusammen hier. Oh, tatsächlich mal ein anderes Modell, Mensch. Ich dachte, es gibt bloß das eine, die Blonde. So, und dann liefern wir die drei Girls mal ab. Wo ist denn hier der Eingang? Ah, hier. Rein mit euch, habt Spaß, Mädels. So. Ups. Gut, wo haben wir denn die nächste, die wir einsacken können? Ich würde sagen, wir fahren mal hier drüben lang. Ach, die steht ja auch gleich an der Ecke. Ist ja wunderbar. Oh, wie ist denn das passiert? So, spring rein. Insofern du dich traust beim Anblick dieses Autos. So, fahren wir gleich mal den Mist mit über den Haufen hier. Und dann schauen wir mal, wo hier drüben noch eine steht. Genug Zeit ist ja. Ich würde sagen, wir liefern alles ab, was wir kriegen können. Das heißt, wir machen auch das Auto jetzt wieder voll. Und dann schauen wir mal, ob die Mission dann schon automatisch beendet ist oder ob es tatsächlich bis zum Zeitablauf geht. Wie es aussieht, scheinen ja maximal 8 zur Verfügung zu stehen. Maximal 8 Minuten. So, ah, da drüben ist noch eine, wunderbar. Bin ich eigentlich vorhin schon vorbeigefahren? Hätte ich die nicht sehen müssen? Naja, gut, was soll's. Rein mit dir! Schneller, Bitch! So. Volle Kiste, wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir sind ganz gut geeignet fürs Pimp-Business, oder? Also das kriegen wir noch ganz gut hin. Leute durch die Gegend fahren und dann einfach absetzen, damit sie dann Geld für uns verdienen. Das geht noch. Dafür bin selbst ich geeignet. Ha.
Also zumindest von den Fähigkeiten her, von der moralischen Einstellung her, vielleicht nicht unbedingt. Gut, schauen wir mal, ob wir die zwei noch hinkriegen. Das wird dann zeitlich vielleicht doch ein bisschen eng, aber wer weiß, vielleicht sind die auch gar nicht so weit weg. Werden wir sehen. Machen wir gleich mal hier durch. Ich meine, selbst wenn, ist ja auch Wurst am Ende, ob wir die jetzt noch reinkriegen oder nicht. Weiß nicht, ob es da vielleicht ein bisschen mehr Geld gibt oder so. Könnte sein. So, sag mal erstmal die ein, die ist schon zu sehen auf dem Radar. Oh nein, oben auf der Brücke, ernsthaft? Ihr Schweine. Ja, dann wird das wohl nichts mehr. Dann kriegen wir das wohl nicht mehr hin, die abzuliefern. Nehme ich mal so an. Ich glaube, ganz so schnell werden wir dann auch nicht wieder zurückkommen. Wir können es ja probieren. Also ich würde sagen, die eine, die siebte hier, die versuchen wir noch. Hi! Steig ein! Wir haben es eilig. Die letzte, die hat halt einfach Pech. Die muss jetzt draußen bleiben. Ich glaube, wir schaffen nicht mal mehr die. Aber wenn wir ein bisschen aufs Gas drücken, vielleicht, wer weiß, wer weiß. Nee, ich glaube 20 Sekunden. Ach komm, wisst ihr was? Lassen wir das einfach. Geh dich vergnügen. Nicht mit mir. Anderweitig. Geh. Los. Ich will dich nicht. Kusch. Ah, was soll's. Ich stelle mich schon mal hier auf für die nächste Mission. $3000 für uns und natürlich hat Luigi jetzt keine Mission mehr für uns, denn jetzt wollen wir ja mit ihm hier direkt weitermachen. Ist doch klar. Na gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg zu Joey. Den haben wir ja nur mal kurz kennengelernt. Und wenn wir uns, also falls ihr San Andreas mit das LP geschaut oder es mal selbst gespielt habt, falls ihr euch erinnert, CJ hat erwähnt, als er auf Salvatore Leone getroffen ist, dass er mal für Joey gearbeitet hat, als er in Liberty City war. Das heißt, dieser Mann kennt unseren Helden aus San Andreas und das Telefon klingelt schon wieder. Ich glaube, wir werden nicht zu Joey kommen. Die Diebe. Ich hired some thieves to break into my apartment and steal some stuff so I could claim on the insurance, as you knew. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then bring them back to the factory so I can make them see Marty's point of view. Ein Menschenliebhaber ohne Ende. Ein unfassbarer Kerl. Machen wir uns mal rein in die Fabrik und holen uns das Auto ab. Ich frage mich, warum er uns eigentlich immer erzählt, welche Beweggründe er hat. Es ist so ein bisschen, als ob er eine Rechtfertigung braucht. Ich meine, wenn er schon jemanden übers Telefon einfach nur anheuert, der ihm Leute in die Fleischfabrik schafft, die dann zu Wurst verarbeitet werden oder was auch immer für Fleischprodukten, dann kann er eigentlich davon ausgehen, dass es demjenigen scheißegal ist, warum. Also ich habe da jetzt nicht so den moralischen Kodex hier im Spiel, zumindest. In Wirklichkeit vielleicht schon ein bisschen, ja. Doch, eventuell. Aber hier im Spiel ist mir das scheißegal. Hauptsache, es gibt Geld dafür. So, meine Freunde. Bringen Sie zur Bitchin' Dog Food Fleischfabrik. Und auch diese Freunde sind nicht allzu gesprächig. Das hat sich, glaube ich, erst wirklich dann vor allem mit San Andreas ergeben, dass sie wirklich sehr viel reden innerhalb des Spiels. Was ich sehr schön finde, muss ich sagen. Aber im Let's Play ist es tatsächlich auch so, man muss dann immer aufpassen, dass man nicht reinquatscht in die Gespräche von denen. So. Viel Spaß mit der Wurst. Also, mit dem Wurstwerden. Der Wurstwerdung. Bye bye. Easy there, partner. Whoa! Put it down. Come on, put it down. Wunderschönes Geräusch. Spritzt den Wagen, um Beweise zu beseitigen. Wollen wir ihn nicht einfach wieder zerstören gehen? Naja, gut, was soll's. Ich mag dieses Matschgeräusch sehr, das sie immer benutzen, um darzustellen, dass die Wurstfabrik wieder aktiv wird. Ich meine, man muss sagen, Mr. Chao heißt er, glaube ich, ne? Der macht damit natürlich auch insofern ein trägliches Geschäft, dass er
neue Rohstoffe für seine Produktkette bekommt. Kann er sich sparen, Kühe und Schweine zu kaufen. So, gehen wir die Kiste mal schnell umspritzen. Achso, ich bin noch zu früh dran, sehe ich gerade. Da unten ist es erst. Habe mich gerade schon gewundert, hier ist doch bloß Wand. So. Bring das Auto zurück zur Fabrik. Wow, was ist denn hier los? Ich wollte ja mal schauen, ob ich es schaffe, ohne einen Unfall zu bauen, dahin zu kommen. Aber wenn ihr hier gleich alles wieder so zustellt, ich weiß ja nicht. Die machen es einem aber auch einfach nicht leicht, vernünftig durch die Gegend zu fahren, ne? Ich weiß noch, ich hatte mal so ein Erlebnis, da war ich noch relativ klein gewesen. Das war, siehst du mal, das war nicht bei Bekannten, sondern bei Verwandten, wo ich GTA 3 zum ersten Mal gespielt habe. Da habe ich ein bisschen gespielt und dann hat mein kleiner Cousin gespielt und er ist damals tatsächlich nach Verkehrsregeln durch die Stadt gefahren. Und irgendwie ist es dazu gekommen, dass meine Oma zugeschaut hat und die hat ihn dann gelobt und mich kritisiert, dass ich so schrecklich fahre. Was irgendwie sehr abstrus ist, wenn man bedenkt, was in dem Spiel so alles passiert, dass es dann wirklich für sie von Bedeutung war, dass ich gut fahre. Aber ich glaube, ich habe ihr auch keine Mission gezeigt, was glaube ich auch ganz gut war für ihr Seelenheil, wenn sie wüsste, was wir so für Spiele spielen in unserer Jugend. Naja, gut, was soll's. Raus aus dem Fahrzeug! Entschuldigung. $3000 für uns. Und das Telefon klingelt sofort wieder. Ich glaube, Joey wird ein bisschen versauern in seiner Werkstatt, bevor wir es endlich mal zu ihm hinschaffen. So, nehmen wir gleich den nächsten Anruf an. Ob die Missionen ein bisschen vielfältiger werden mit der Zeit? Ich weiß es nicht. Die Frau. The business is gonna go under unless they get a hold of some serious cash soon. My wife has an insurance policy and all she's ever been to me is a hole in my pocket. I've left the car in the usual place. Go and pick up my wife from Classic Nails and bring her back to the factory. Dass sie mit dem Kerl überhaupt noch verheiratet ist. Ja, das wird ihr jetzt auch zum Verhängnis. Gut, wir bräuchten mal irgendwie ein Auto. Achso, wir müssen wieder von drinnen eins nehmen. Na gut. Könnten ja auch irgendein anderes nehmen, aber hey. Wenn ihm das wichtig ist. Ich meine, theoretischerweise verstehe ich auch nicht so ganz, warum wir jetzt jedes Mal die Karre umspritzen oder zerstören müssen. Denn, naja, sind das jetzt so dringende Beweise? Holem ist Chunks ab. Ach, Chunks, nicht Ciao. Okay. Dann sacken wir die Dame mal ein. Mal schauen, ob wir vertrauenswürdig genug sind, dass sie auch mitkommen will. Aber hey, wenn sie mit dem Kerl noch verheiratet ist und keinen Verdacht schöpft, dann kann sie nicht allzu argwöhnisch sein. So, junge Dame. Oder alte Dame? Keine Ahnung. Dame? Nee, keine Dame, so wie die aussieht. Frau. Ich glaube, auf den kannst du scheißen, auf den Friseurtermin, Mädchen. So. Aber wenn du willst, dass wir es schnell machen, dann machen wir es auch schnell. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, oh. Das war knapp. Das Auto hätte ich nicht wechseln können. So, dann fahren wir die Kiste gleich wieder zurück in die Fleischfabrik. Und ja, Mrs. Chunks wird erleben, was es bedeutet, mit diesem Mann verheiratet zu sein. Tut mir leid. Viel Spaß in der Fleischfabrik. Wunderschön. Versenke den Wagen im Meer, um Beweismaterial zu beseitigen. Man ist kreativ, was das Beseitigen der Beweismittel angeht, auf jeden Fall. Gut, schauen wir mal, ob wir eine günstige Stelle finden dafür. Haben wir hier irgendwie eine Karte vielleicht? Irgendwo? 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 Keine Ahnung.
Sollte es hier nicht irgendwie eine geben? Nein? Keine Karte? Keine Karte. Also es gibt bestimmt irgendwo eine, aber ich weiß gerade nicht wo. Gut, dann müssen wir einfach mal schauen. Da drüben ist doch schon mehr. Genau, hier sind die Docks. Da finden wir doch bestimmt eine Stelle, wo wir die Kiste versenken können. So, schauen wir mal. Hey. Weg da! Ist hier von der Bordsteinkante im Weg? Ah, das geht. Das geht. So. Weg mit der Kiste. Ach Gott. Das funktioniert ja gar nicht so, wie ich dachte. Oder war ich nur zu langsam? Kann ich die anschieben? Oh ja, kann ich. Dann machen wir das doch so. $2000 für uns. Dafür, dass wir so viel Aufwand betreiben müssen hier, finde ich das ein bisschen wenig, muss ich sagen.